Sarah Macht wird dir präsentiert von Mapop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen. Und autogiesi.ch, dein Mitsubishi-Partner in Hause bei Bruck. Wir haben hier oben absolut keine Lachsgarnbeimung. Also, ja, aber dann schmeißt du mir jetzt aus der Küche raus. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Wenn wir die Hause Gäste haben, sagen wir so 4 bis 8, dann haben wir Vollgas zu tun, oder? Ich meine, kochen, servieren und dann noch die ganze Vorbereitung dazu. Und der Philipp Heuberger, der hat jeden Tag sogar rund 6'500 Gäste, die gut und gern 1'100 Sandwich essen. Ich sage euch, Stress pur! Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Heuberger. Wir sind im Migros-Marktgasse in Bern. Sarah wird heute bei uns im Restaurant und im Takeaway als Gastronomin arbeiten. Da ist alles jetzt parat, eigentlich schon. Ausser eins, oder? Ausser das Buffet hier. Da ist etwas leer. Ja, das ist leer. Das ist dein Ding. Das ist richtig, genau. Ja. Und da kommen jetzt Canapé rein und die gehen wir jetzt unten bei uns in die Produktion frisch machen. Dankeschön. Bitte schön. Also, die Basis für unsere Canapé herzusetzen. Und dann schneiden wir die hier in Maschinen schneiden. Deine Aufgabe. Mhm. Wir machen jetzt hier Lachsgarnbein. Aus denen muss ich jetzt alles Lachsgarnbein machen? Genau, ja. Genau. Was ist das Fein? Ja, das ist Senfbutter. Mm. Ja, mit dem tun wir jetzt unsere Brötchen bestreichen. Mehr? Nein, das reicht. Das ist genug. Ist zu viel? Viel, ja. Und das streichst du so? Ja. Hast du das Gefühl, das ist zu viel? Ja, das ist jetzt nicht schlecht. Ja. Du brauchst einfach noch ein bisschen lang. Also das ist, das müsste viel schöner machen. Ja, okay, definitiv. Ja. Ich zeige dir doch schon schnell, okay, wie wir das selber machen. Ja. Schön so. Mhm. Und dann tust du es 2-3 Mal so streichen. Und fertig. Und fertig. Ja. Und wisst ihr, dass du dann da oben vom Verkauf das Mail, also da oben melden so: Hallo, hallo, wir brauchen unbedingt noch mehr Canapé Lachs. Genau. Das ist es. So läuft das? Ja, so läuft es. Hey, aber jetzt ganz ehrlich, wenn du das schaffst, hast du nicht den ganzen Tag Hunger? Ja, du musst halt etwas zum Morgen essen, oder? Am Morgen. Nein, ist klar, wenn immer um die Lebensmittel ist, dann. Weil du bist klar, so schlank. Ja. Ich wäre, hey, glaube ich, mit 2 Tonnen Schere nicht da arbeiten. Damit wir dir jetzt die Gebung überlegen können, kannst du hier in der Mitte den Lachs durchschneiden. Ach so? Ja, wird noch ein bisschen mehr links. Also, genau, schön dort. Dann schräg? Ja, schön gerade durch. Ja. Also so. Voilà. In this trouble town. Weißt du überhaupt, wie viel das drauf kommt, auf so ein Lachsbrötchen? Nicht so viel. Nicht so viel, ja. Nein, okay. Nicht so viel. Ich kann das noch quantifizieren. Es kommt 40 Gramm kommt drauf, oder? Das nehmen wir zuerst so eins, oder? Okay. Genau, kannst du es. Ja. Dann kannst du hier die Haare andrücken. Du hast einfach eines drauf. Du bist auf Null, kannst du es wegnehmen. Mhm. Und jetzt kann ich dieses drauf tun. Und jetzt kannst du dieses drauf tun, dann müssen wir viel Lachs das jetzt drauf. Wie viel darf es sein? 40? 40 Gramm sollte es sein, ja. Genau. Ich glaube, fast ist es Übergewicht. Ja, Mensch. Mhm. Okay. Nein. Also ja, da kann ich ja nur mal drauf gehen, oder? Das mit dem Tempo, das wird. Ja, das wird nicht länger auf den Mittag, oder? Okay. Dann wird jetzt auch noch. Damit wir genug haben, mache ich auch noch das Blech. Du hörst das Telefon im Hintergrund. Ja. Jetzt da läuft schon immer an. Etwas. Ja. Wo sind die Kreiben? Lachsgarnbe? Lachsgarnbe? Ja, hallo? Ja, hallo, du Plädel. Ja, ich habe genau gewusst. Ja, ich habe es gewusst. Sie kommen. Also, ich kann jetzt dann schon gleich mal etwa 10-15 aufbringen. Hey, ja, stimmt. Ich muss es nicht sagen. Sarah, bist du fertig? Ich bin fertig. Warte mal schnell. Du bist aber noch nicht fertig! Ja,
Oh Mann, jetzt hat er es gleich gemerkt. Ich habe nicht ich gemacht, er hat es wirklich vergessen. Ich habe meins eben auch vergessen, der Kameramann hat es gemerkt. Okay, er ist aufmerksam. Er ist wahrscheinlich die ganze Zeit draufgezogen und dachte, wenn legt jetzt endlich die Zeit hin. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlen die Kapern. Genau, ja. Es fehlt der Dill und es fehlt die Zitrone. Voilà. Hast du gerne Kapern? So. Ja, wenn ich ehrlich bin, ist jetzt nicht gerade meine Reibspeise. Es hat niemand gerne, aber wieso tun wir denn das auf die blöden Brötchen? Das check ich einfach das gehört, nicht. Das ja, aber das es ist hat niemand gerne. Du auch nicht? Nein, es hat niemand gerne. Ich kenne niemanden. Das erste, was ich mache, wenn ich ein Lachs gar nicht bekaufe, sind Kapern wegspicken. Okay. Aber dann könnten wir ja zweitens einführen, auch noch eine Kapern drauf zu tun, wenn die Leute schon nicht gerne haben. Hey, es gibt viele Leute, die haben das gerne. Oder oh, ist immer gefährlich, wenn schreibt es mir. Wenn ihr gerne Kapern habt, schreibt mir bitte. Und alle die, die nicht gerne haben, bitte auch. I was dancing to your heartbeat. So. Was fehlt jetzt noch? Ja, das, was oben drauf kommt, da, ja, so glänzend genau, das glänzt, ist. Das glänzt, genau, das ist schön. Und das nimmt mich jetzt wunder, wie man das macht. Das ist so eine vegane Flüssigkeit, die hilft, dass man gar nicht länger kann ausstellen kann. Sie sind auch schön abglänzt. Sie glänzen auch schön. Ja, und das, man nicht verwechseln auch mit Gelieren. Es ist nicht Gelieren. Nein, nein. Das hast du gut gemacht. Sogar mal in einem guten Tempo, muss ich sagen. Was fehlt noch jetzt? Was fehlt noch? Ah, ja, oh, der Dill. So, hast du es, Sarah? Ich hab's. Du bist auch wieder schneller gewesen. Ich wollte es wirklich zu lang für dich. Und du hast wirklich zu lang für dich, Sarah. Ja, ich habe es verstanden. Ich hatte zu lang für dich. Alles ja, klar. Richtig, genau. Leider, das ist. Ja, aber dann schmeißt du mir jetzt aus der Küche raus, oder? Nein, sicher nicht. Wir gehen zu in den Verkaufsraum. Okay. Und dort machen wir noch die Brezel-Sandwich. Wir sind für heute Mittag. Und da musst du jetzt besonders Mühe geben. Warum? Weißt du wieso? Nein, warum? Weil du dich heute willst verkaufen, sehr wahrscheinlich heute Mittag. Warum verkaufen? Wenn wir einen grossen Ansturm haben, weil du dann hier in Orange willst auflaufen und unsere Mitarbeiter verschwunden. Also gibst du dir Mühe? Ich gebe mir mega Mühe in diesem Fall. Ich könnte mir natürlich auch sonst mega Mühe geben. Nein. Aber jetzt noch mehr. Dann tun wir jetzt aufschneiden, kommt Tartarsauce drin, drei Tranchen Schinken. Drei Tranchen Schinken. Und dann tun wir noch ein Salat oben drauf. Du da unterdessen weiter streichen. Die Soße ist verteilt. Verteilt, gut, genau. Ja, dann nehmen wir drei Tranchen Schinken. Schinken? Ja. So. Gut, aber nur am Boden, gell? Aha. Ja, wir haben ja zwei Seiten von unseren Gräbchen. Ja, das ist Gräbchen, der Boden. Oder? Das ist der Boden, das tust du so? Ja. Oder so? Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Eine? Hauptsache, es ist mit viel Liebe. Das ist bei mir immer. Zuerst sieht man, dass der Salat drin ist, sieht es fein aus. Schön, sehr gut. Ich tue sie in die Mitte, ja, oder? Dann sieht es noch ein bisschen mehr klar, aus. Genau. Sind wir im Restaurant oben. Da geht es jetzt gleich los. Der Mittagsansturm fährt jetzt gleich an. Okay. Wir haben dann, siehst du, MC Treiben schon. Wir haben hier noch zwei, drei Sachen, die du noch willst vorbereiten. Okay. Im Takeaway ist jetzt alles parat, oder? Okay. Und dann legen wir dann noch los. Was für ein Kundenfeedback freut dich auch heute noch? Ja, das habe ich erst gerade bekommen. Das ist für meine Mitarbeiter. Da ist auch eine Frau zu mir gekommen und hat sich wirklich überschwänglich für einen super, super Service bedankt. Und die Mitarbeiter sind immer freundlich, auch im Mittag, wenn es zu hektisch ist. Sie werden einem immer geholfen, wenn etwas ist. Man kann fragen. Und ja, das ist Fakt, oder? Ja, das ist wirklich schön, wenn man so Rückmeldungen hat. Ja, das ist wirklich, ja. So, jetzt würde ich dir gerne einen Wunsch überreichen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Sarah, ich bin wunschlos glücklich. Nein, sicher nicht. Ja, sicher. Ja, schau dich mal um, wie das hier aussieht. Mann, nein, dann gebe ich dir die Möglichkeit, etwas zu wünschen und du bist wunschlos glücklich. Dann gehen wir ganz schnell zu den Zuschauern fragen. Gibt es ja gar nicht. Welches ist das meist gekaufte Produkt? Baguette-Sandwich. Dann haben wir auch täglich frisch produzieren und das von unseren Gästen wird das sehr geschätzt. Wann ist die stressigste Saison für dich? Ja, also die stressigste Saison, das ist die Winterzeit. Ich denke da so vom November bis in Mitte, Ende Januar. Dann haben wir einerseits sehr viel zu tun im Restaurant. Da läuft das Geschäft, da können wir alle noch essen mit Freunden und alles. Und andererseits haben wir unten im Takeaway unsere Kundenbestellungen, die wir haben. Was ist für dich die grösste Herausforderung für deinen Job?
Wir haben Takeaway und Restaurant zusammen 95 Mitarbeiter. Eigentlich täglich den Betrieb von 0 auf 100 hochzufahren, damit wir dann die rund 7000 Kunden, die wir am Tag haben, dass wir die können mit einem Lächeln und mit frischen Produkten können bedienen können. Welches ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist ein Sweet and Sour, das wir am Asia Corner haben. Also los, Sarah, komm, jetzt müssen wir weiter. Wenn wir noch da arbeiten? Ja, sicher. Aber ich habe doch Hunger. Jetzt 5 Minuten müssen wir das aufgestellt haben. Jetzt hast du hier Blätter, Oralienblätter. Mhm. Dann haben wir hier die Erdbeere, die es zur Dekoration braucht. Und hier auch auf dem Wagen, siehst du, wenn du hier links rüber schaust, siehst du den Wagen. Dort sind die Torten drauf. Ja, ich habe kein Beispiel, oder? Aber ist das gemacht, kommen die auf die Blätter? Genau. Auf Blätter auf oder sind die nur am Rand gelegen? Nein, die Blätter, die Torte kommt nicht auf die Platte. Ah, okay. Wie viele Torten hast du? 6. Voilà, genau. Hast du gesagt? Und sie manchmal, da kommt ein bisschen Erdbeere. Ah, nur 6? Okay. Siehst du, die Erdbeerkörbchen, oder? Ich muss mit den Körbchen arbeiten. Richtig, genau. Aber kann ich zuerst Torte nehmen? Ich würde ja. Also. Aber Vorsicht, gell? Aber wir haben ja Reserven, oder? Ja, aber dann musst du den Blättchen noch zuerst. Einfach nicht, dass es so ankommt, gell? Ja. Gut, ja. Tipptopp. So? Gut. Eine. Gut. So, drauf? Ja. Aber da kommst du hin und noch eine her. Ja. Dann würde ich vielleicht zuerst die her. Wieso? Ja, sonst kommt es nicht. Die sind ja versetzt, oder? Also, gut. Das kommt gut. Also dein Buffet überzeugt mich bis jetzt nicht ganz, oder? Hey, wie findest du das? Was findest du super? Ganz ehrlich, aber gelogen. Ich würde hinterher Torte würde auf so. Aber das ist das Einzige, was dir nicht passt. Ja. Siehst du? Wenn ich Schwanzwälder dort und auch wieder hinten sind. Gell? Dann macht das gut so. Jetzt tun wir noch Erdbeere drin. Was heisst, könntest du die Erdbeere einfach nehmen oder ist das Deko? Das ist Deko. Aber es ist klar, es gibt Leute, die nehmen das einfach. Und jetzt würde ich sagen, ist fertig. Jetzt kannst du den Mitarbeiterin alle, die sich das noch mal machen. Schau jetzt. Die Leute stehen ab im Menüposten. Oben steht, was wir haben. Und hier auf der Tower siehst du, bis sollte herkommen. Genau, ja. Es ist immer alles so genau. Ich bin nicht ja, genau. Sicher. Ja, das braucht es halt auch. Wir haben zur Auswahl hier Poulet. Ist das Poulet? Das ist nicht Poulet. Das hier. Das Cordon Bleu. Cordon Bleu mit Pommes frites und Rüebli. Ja. Gut. Ja. Zum hier essen. Du erwartet, der Herr hat Hunger. Ja, das geht. Also, dann tun wir jetzt hier so ein Poulet-Teil. Cordon Bleu, genau, ja. Schweins Cordon Bleu. Und dann der Rand gehört dem Gast. Der Rand gehört dem Gast. So, genau. Dann tun wir das so da drauf. Ja. Und dann ist das. Das sieht das etwa so aus? Super! Ein guter! Es ist mir viel Liebe geschöpft worden. Der Gratin. Hilfsgratin. Suppenteller, das muss ich Suppenteller. Ja. Ah, das muss ich Suppenteller. Genau, ja. Der ist ja noch heiss. Du hast super Unterstützung von meinen Mitarbeitern. Aber ihr dürft schon auch weiterarbeiten. Ich muss nicht einfach alles stehen bleiben. Weil das kann ich nicht alle reigen. Ja, komm jetzt. Et voilà, und ein guter Lächeln, du machst es perfekt. Super, sehr gut. Poulet Burger, der Poulet Burger. Das ist wieder ein normaler Teil. Genau, ja. Also, schau, zeig jetzt mal, wie das geht. Es wird etwas vorwärts kommen. Blablabla. Bla, bla. Ja, hallo. Der Chicken Burger, ja. Kannst du gerade den zweiten noch machen? Sagst du mir jetzt, was ich machen muss? Ja. Sarah. Ich bin eben sehr gut in der Küche als Chef. Ah, bist du. Ja, sicher. Ja. Hey, Kollegen, helfen. Jetzt schon? Ja. Wieso? Wir haben gesagt, erst später. Es sind schon so viel zu tun, oder was? Okay. Merci. Okay, also wir gehen runter, schnellstens in die Takeaway. Das ist jetzt ein bisschen überraschend, auch für mich, dass wir schon so viel müssen. Und für euch gibt es in diesem Fall jetzt gerade den Wettbewerb. Lauft ihr auch schon das Wasser im Mund zusammen? Dann haben wir jetzt genau den richtigen Preis für dich. Heute verlosen wir nämlich einen Gutschein von der Migros Gastronomie im Wert von 300 Franken. Die Geschenkkarte kannst du in allen Restaurants,
Takeaways und beim Catering-Service von der Migros Gastronomie einlösen. Diesen tollen Preis kannst du gewinnen, wenn du die Frage auf die Antwort weißt. Was macht der Magen, wenn er hungrig ist? Sarah A. knurren oder Sarah B. bellen? Schick uns deine Lösung Sarah A. für knurren oder Sarah B. für bellen mit deiner Adresse per SMS an die Nummer 880. Oder gib sie uns telefonisch durch auf 0901 77 1234. Für die schriftliche Teilnahme schickst du uns eine Postkarte an die eingeblendete Adresse. Viel Glück! Gerade als erstes gehen wir zum Salat. Voilà, okay. Genau, ja. Gut, und das muss ich beim Salat nehmen. Salat hey. Grüezi, was hätten genau, Sie gerne? Genau, das ist Salat. So ein Schäneli, ja. Weiss heißt er nicht. Nein, Hörnchen. Hörnchen gerne. Genau. Klein oder gross? Nein, das kommt rein, weißt du. Ah, das kommt dann rein? Rein, genau, ja. Ah, du kannst das sowohl so Salat, rein? Genau. Ja. Jetzt muss ich das auftun, oder? Mhm, genau, ja. Auftun. Und dann kannst du hier vom Hörnchen nehmen. Und wie viel denn? Gut. Und sonst noch etwas? Ich esse noch zwei Tüten vom Nudel. Von dem hier, genau. Ja. Und jetzt noch Soße ja. Dazu, oder was? Frage, was für eine? Französisch oder Italienisch? Italienisch. Italienisch. Und noch eine Sache. Ja. So, und du musst jetzt das einkassieren. Darf ich Ihnen das schon geben, oder? Ja. Zahlen sind Sie nicht mehr. Dankeschön. Dankeschön. Und dann kannst du fragen, wenn du sie packst, aber noch Soße weg. Was für eine Soße? Ja, was für eine Soße dazu? Französisch. Ein Weckli. So, bei dem. Yeah! Sehr gut! Ein guter! So, jetzt rubbel ich das ein, so, oder? Ja, jetzt kannst du eins einklappen schon. Eins kann ich schon einklappen? Ja, genau. Ja, da haben wir noch ein bisschen Potenzial. Jetzt müssen wir ja. Irgendwie kleben. Ja. Genau. Das ist doch kein Eis vom Himmel gefallen, oder? Nein. Wenn sie so schön bin. Es ist die Welle auch rund. Nein, ist da nicht. Und was ist denn noch los? Irgendwie kleben. Irgendwie kleben. Genau. Und dann muss ich schön zusammen. Und irgendwie kleben. Jetzt, aber ja. Es ist trotzdem mega fein. Ja, bitte, wer ist nächstes? Da musst du jetzt mal nicht viel machen. Hey, da das finde ich super. Genau. Dann bitte alle so eins bestellen. Hey, Sarah, jetzt gehen wir rüber. Ja, was wollen wir? Jetzt gehen wir rüber zu der Canapé. Komm, hey, dort läuft es. Ja, sicher, komm. In this trouble town. Jetzt kannst du es verkaufen, hey, was du gemacht hast, oder? Hey, wie lange läuft die Canapé heute? Wunderbar. Grüezi. Grüezi. Ich hätte gerne Tartarbrötli gehabt. Wie viel gern? Doch nicht so viel wie der daheim. So, sind die gut so? Perfekt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wenn ich das einpacke, wenn so viel. Ja, da geht's. Jetzt kannst du. Soll ich sie mit einem Gabelstab herbringen? Genau. Ah, genau, der Schachtel. Logo. Voilà. Also, ich darf jetzt das mal so hier stellen, oder? Genau. Jetzt tun wir das in einen schönen Schachtel rein. Mhm. One day you say, that's my. Hey, gute Wünsche ich Ihnen. Yummy, yummy. Ich habe auch langsam Hunger. Ich bin immer noch nicht das. Ich quäle mich. Seit wann bin ich das? Seit 8 Uhr. Und jetzt ist irgendwie 1 oder so. Ich verhungere. Ich habe immer noch nichts bekommen. Und das in einem Gastronomiebetrieb. I don't care. Hast du gerne Kapern? Könnt euch das bitte überlegen im Restaurant und Takeaway. Kapern sind für nichts. Was sind wir noch auffüllen? Hier schon. Was? Hier fehlen auch noch. Das sind Lachs. Das sind auch Lachs. Ah, sind auch Lachs. Ja, sind Lachs. Weg mit dem. Ah, warte, da hinten hat es noch ein bisschen. Aber es ist heute nicht von Lachs, gell? Kann ich aber telefonieren? Aber es ist nicht der, der mich zusammen geschissen hat, gell? Nein, nein. Ja, ist der, ja. Ist der? Ja, ja. Kannst du gerade zusammen. Nein, ehrlich? Ja, ist der. Heißt der Schwarz? Schwab. Schwab? Ja. Ja, das ist Sarah von Sarah Macht. Wir haben hier oben absolut keine Lachs-Canapé mit. So geht das überhaupt nicht. Aber jetzt zackig, zackig, auf mit denen. Ja. Ja, ne?
Sehr gut, auch voll. Also, super, tschüss. Ein Wunsch von mir befehlt. Super. Meine sind schon lange verkauft, oder? Total. Das war es für heute und nächste Woche wartet eine neue Aufgabe auf mich. Und für alle von euch und mir, wenn ihr Feedback geben oder sonst ein bisschen mit mir plaudern, dann besuche mich ganz einfach auf sarahmachts.tv oder auf meiner Facebook-Seite. Bis dann, habt eine gute Zeit und tschüss! Sarah Machts ist dir präsentiert worden von Mapop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen. Und autogeisi.ch, dein Mitsubishi-Partner in Hause bei Bruck.